Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren hier in Düsseldorf und live an dem Bildschirm. Mein Name ist Andreas Ronkelbach. Ich verantworte bei Donner und Reuschel die Aktivitäten im Private Banking in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen sind wir heute zu Gast in Düsseldorf. Wenn Sie sich mit Blick auf unsere Zuhörer in München, in Hamburg gerade fragen, wieso in Düsseldorf, dann ist die Frage total einfach beantwortet. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern wächst die Bank. Ihre Privatbank Donner und Reuschel wächst und hat sich aufgemacht, weitere Regionalitäten in Deutschland zu erschließen. Das heißt ganz konkret, neben den Stammhausaktivitäten in München und Hamburg sind wir unterwegs jetzt in Kiel, in Bremen, in Stuttgart und eben auch in Düsseldorf. Das machen wir deswegen, weil wir ihr Vertrauen geschenkt bekommen. Das Vertrauen nämlich als Privatbank, uns für sie einsetzen zu dürfen. Ich könnte eine Menge erzählen über tolle Produkte, die wir haben. Ich könnte erzählen über Dienstleistungen, die wir als Privatbank bereitstellen. Das Wichtigste aber sind die Menschen. Die Menschen nämlich, die sich mit viel Leidenschaft um ihre Themen kümmern. Und dafür treten wir an. Und einher geht das mit der Fragestellung, was kann sie in ihrem Geschäft erfolgreicher machen oder sicherer? Und das ist die willkommene Überleitung zu unserem Thema für heute Abend. Denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den ich Ihnen gleich vorstellen darf, der zu einem Thema referieren will, was in der Summe eher kritisch ist. Und wenn Sie erlauben, würde ich, weil ich bin im fortgeschrittenen Alter, mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Damals war das so, dass an der Tagesordnung Banküberfälle waren. Da liefen bewaffnete Leute in eine Sparkasse, in eine Bank und raubten die aus. Schlimmer noch, es gab Fälle von räuberischer Erpressung, es gab Geiselnahmen. All das, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, lese ich in der Zeitung nicht mehr. Es gibt es irgendwie nicht mehr. Es ist ersetzt worden. Es ist ersetzt worden, weil man heute räuberische Erpressung anders definiert. Und wenn Sie mit mir einen Blick in die Zeitungen werfen, werden Sie feststellen, die ist voll davon. Also wenn man liest, dass Unternehmen gehackt sind, dass die IT-Infrastruktur gesperrt wird, dass es daraus räuberische Erpressungen gibt, getreu dem Motto, erst wenn du viel Geld bezahlst, schalten wir dir wieder die Rechner frei, schaffen wieder Zugang zu deinen Daten, dann wird deutlich, die Kriminalität hat sich geändert. Nicht aber das Ziel. Und das Ziel sind wir alle. Die Beispiele könnte ich, wenn ich damit jetzt beginnen würde, stundenlang fortführen. Ob das, und da sind wir jetzt gerade in Düsseldorf relativ nah, vor einiger Zeit noch das Universitätsklinikum war, wo neben der Tatsache, dass man über Tage, Wochen Operationen nicht mehr durchführen konnte, bis hin, und das macht es dann wirklich dramatisch, dass sogar Personen zu Schaden kommen, weil sie nicht rechtzeitig Hilfe bekommen. Bis hin zu großen Unternehmen. Sie haben vielleicht in der Presse auch gerade mitverfolgt, selbst ein großer Rüstungskonzern war in diesen Tagen nicht verschont von der Tatsache, dass man temporär nicht mehr auf die Daten zugreifen konnte. Und das alleine mit Blick auf Unternehmen, auf Kundendaten, auf Know-how in den Unternehmen wäre schon schlimm genug. Nee, das geht auch viel banaler. Identitätsdiebstahl. Also stellen Sie sich eine Sekunde vor, jemand gibt sich für Sie aus, macht Rechtsgeschäfte, bestellt etwas, ist in den sozialen Netzwerken unterwegs. Das macht schon ein bisschen Angst. Und das macht zu Recht Angst. Jetzt kommt die gute Botschaft. Es gibt auch Menschen auf der anderen Seite.
Und ich darf Sie, Herr Fahrenhorst, einmal zu mir bitten, denn wir haben einen profunden Kenner der Materie heute zu Gast. Herr Fahrenhorst ist nämlich vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Und er begleitet seit vielen, vielen Jahren das Thema und ist damit einer der Top-Experten in Deutschland, was das Thema anbelangt. Zum einen mit dem Blick, wie kann man sowas überhaupt verhindern? Und zum anderen, wenn es passiert, was mache ich jetzt, um das Thema möglichst schadenfrei über die Bühne zu bekommen? Die Bühne ist der richtige Begriff, Ihnen die nämlich zu überlassen, um uns gerne mal in dieses spannende Thema einzuführen. Herr Fahrenhorst. Ja, danke. Wenn man mir eine Bühne gibt, dann übernehme ich sie natürlich auch. Das wäre ja vermessen, wenn ich sie dann wieder abgebe. Also von deswegen ist die Bühne jetzt meins und ich versuche Ihnen mal in der Folgezeit, Ihnen hier vor Ort, aber auch gerne in den zugeschalteten Bereich bei Online-Streaming mal so ein bisschen aus Blickwinkel einer Polizei zu berichten, was bewegt uns gerade in diesem Bereich, was beobachten wir, wie verändert sich die Welt. Und ja, heute ist es Düsseldorf, aber natürlich gucken wir auch über den Tellerrand einer Stadt wie Düsseldorf, eines Bundeslandes wie NRW hinaus. Aber so ein bisschen Lokalkolorit gehört dazu, von deswegen muss ich Sie schon vorwarnen, die Teilnehmer aus München oder aus dem bayerischen Raum, sie werden heute leider eine Wahrheit erfahren müssen, die nicht mal ganz einfach zu verstehen ist. Aber kommen wir dann im Laufe der ganzen Geschichte noch so ein bisschen dazu. Was Sie hier sehen, ja, Düsseldorf, die Skyline, ja, Frankfurt hat eine bessere Skyline und kann man drüber reden, aber den Fernsehturm so ein bisschen was. Das Gebäude in der Mitte zentral ist das Landeskriminalamt. Recht neues Gebäude, 2010 in Betrieb gegangen, recht zentral auch gelegen, das macht es uns recht einfach bei technischen Anbindungen, bei anderen Sachen. Aber als ich vor 2011 in dieses Haus kam, waren wir mit 1080 Mitarbeitern schon recht groß. Mittlerweile kann ich Ihnen verraten, sind wir gerade knapp an der 2000er Marke, was dazu führt, dass wir gerade ein 13-stöckiges Gebäude erweitern, ertüchtigen müssen, um weitere Mitarbeiter in diesem Bereich zu haben. Also da ist viel Dynamik drin, aber da gehe ich auch nochmal gleich in den Part mit rein. Ja, kurz zu meiner Person, können wir aber locker drüber hinweggehen, ist gar nicht so viel Spannendes, weil, ja, Kripo, wir haben nicht so viel mit Schulterstücken und Sternen, das kann man irgendwie gar nicht erkennen, bei uns ist das irgendwie gar nicht so einfach, ist aber auch gar nicht gewollt. Kripo soll ja gar nicht unbedingt immer erkennbar sein. Klassisch gelernter Polizist, mittlerweile seit 42 Jahren bei der Firma und wenn ich hier so eine Location habe, was so ein Filmrequisitenbereich ist, ja, dann sind ja schon viele Sachen mehr Museumsgeschichte. Wenn ich aber so sehe, dass ich mittlerweile seit 1998 in diesem Thema bin, viele Geräte meiner Anfänge sind heute auch schon im Museum, also sowas wie eine Floppy Disk und Akustikkoppler gab es damals, das war unser Alltag, heute auch nicht mehr in der realen Welt, die sieht man heute auch schon noch im PC-Museum und für ältere Filme braucht man sowas auch schon. Also wir sind noch nicht ganz so da wie die Exponate hier, aber doch schon kurz davor. Natürlich hat sich diese ganze Technik im Laufe der letzten, ja schon fast 25, nächstes Jahr sind es 25 Jahre, weiterentwickelt. Wir reden natürlich heute über LDSL-Leitungen, über 5G, demnächst kommt schon irgendwann 6G und ständige Verfügbarkeit. Man hat aber auch hier seitens unserer Landesregierung, seitens der Politik schon früh erkannt, mit der Digitalisierung kommt was auf uns als Gesellschaft zu, was wir mit den klassischen Bordmitteln einer Polizeibehörde oder generell einer Behörde starr, träge, nicht sehr entscheidungsfreudig, Beamte, ne, das sind halt so eher die trägen Tiger unserer Gesellschaft, so nicht handeln können. Und von deswegen hat man hier schon von Seiten der Landesregierung sehr früh die Weichen gestellt. Und eine der Kernweichen, über die wir heute auch froh sind, dass wir sie haben, war 2011, dass man gesagt hat, wir brauchen ein Cybercrime-Kompetenzzentrum. Wir müssen uns anders aufstellen. Man hat damals 2011 im LKA ein Team von handverlesenen Spezialisten zusammengerufen. Das waren so 56 unterschiedlichster Couleur, auch mein Part. Ich bin auch in diesen Bereich reingekommen. Ich habe da lange Ermittlungen geführt, aber jetzt ist eher so Awareness, Prävention, die Message nach außen bringen, ist eher meins. Von deswegen
80% meiner Arbeitszeit ist eben gar nicht mehr klassische Polizeiarbeit, sondern genau solche Geschichten zu machen. Aber auch genau diesen Transfer zwischen Ihren Bedarfen als Unternehmen und den Bedarfen einer Polizei. Warum funktioniert das eben nicht so schnell und warum sind die Prozesse vielleicht im Unternehmen auch nicht so ganz einfach? Warum können Sie nicht jetzt den Patch einspielen, obwohl er eigentlich da ist, aber Sie zerschießen sich Ihre Produktionsanlage? Das geht eben nicht. Und hier muss man auf beiden Seiten so mal gucken auf die ganze Geschichte. Also von deswegen ja, das ist so der Part. Ich kann Ihnen aber auch jetzt schon verraten, das Cybercrime-Kompetenzzentrum im LKA hat aktuell mittlerweile 280 Mitarbeiter. Von deswegen ja, wir brauchen ein größeres Gebäude. Aber nicht nur für die anderen Bereiche werden auch immer größer. Man investiert gerade sehr viel in diesen Bereich. Und wir haben auch schon 120 weitere Stellen zugewiesen bekommen, von deswegen schon weiteres Wachstum. Natürlich stehen wir da im Fachkräftewettbewerb mit der freien Wirtschaft, mit Ihnen, mit anderen, weil IT-Spezialisten werden überall gebraucht. Wir kriegen sie kaum noch und wenn, dann sind sie fast gar nicht mehr zu bezahlen. Also auch da müssen wir uns anders positionieren in diesem Bereich. Also das ist so ungefähr die Spielwiese, über die wir heute oder die ich meine zu meiner Person entsprechend erklären kann. Vorweggestellt, weil das wird gleich auch nochmal wichtig, muss ich aber auch schon erwähnen, dass meine Zeit bei der Polizei begrenzt ist. Das heißt, Beamte sind ja eh nicht ganz so lange verfügbar wie die Rentner, aber ich habe mich entschlossen, ich werde ein bisschen früher aussteigen, von deswegen so gut noch 10 Monate. Dann verabschiede ich mich aus dem Beamtenverhältnis und guck mal, was es da noch so gibt. Also ich werde da nicht aufhören zu arbeiten, aber nicht mehr in diesem Bereich. Aber auch diesen Bereich schon hier platziert, weil den brauchen wir gleich noch. Gut, steigen wir in das Thema ein. Wo liegt eigentlich die Herausforderung der Digitalisierung? Und ich habe es ja eben auch schon gesehen von den Anwesenden. Jeder hat so sein Smartphone und irgendwelche anderen sagen, ja, es ist lautlos stellen. Man kann das auch anders verkaufen, indem Sie bitte daran denken, wenn Sie gehen, das wieder laut zu stellen, damit Sie wieder erreichbar sind. Ist eine Frage der Kommunikation. Aber vor einigen Monaten musste ich mich auch irgendwann angewöhnen, meine Uhr auch mittlerweile umzustellen und leise zu stellen, weil das Telefon ist lautlos, aber die Uhr klingelt, weil darüber man mittlerweile telefoniert. Das sind ja auch so digitale Endgeräte, die immer mehr werden. Und eine Erfahrung aus unserer Praxis ist einfach, dass wir diese Dimension, die mittlerweile das Netz da draußen hat, gar nicht mehr wahrnehmen, können wir gar nicht wahrnehmen, weil das mittlerweile eine hochkomplexe Geschichte ist. Und wir immer, naja, ich mache so ein bisschen Internet, ja, ich streame auch ein bisschen und ich gucke ein paar Mails, aber was heißt das eigentlich? Und deswegen habe ich Ihnen heute mal so einen Slide mitgebracht, der jetzt mal so zeigt, was passiert gerade in 60 Sekunden Internet. Und das ist jetzt natürlich Schwerpunkt Social Media, aber wenn Sie mal überlegen, WhatsApp. Ich vermute mal, ja, der eine oder andere nutzt WhatsApp, weil irgendwie so, man kommt ja an diesem Kram nicht vorbei. Im Business-Bereich müssen wir zwingend davon abraten, DSGVO-konform können Sie WhatsApp gar nicht sauber betreiben, weil Sie müssten jeden Ihrer Kontakte darüber informieren, dass seine Daten jetzt mal eben nach Amerika übertragen werden, weil WhatsApp ja oder Meta-Konzern ständig die Daten im Hintergrund abgleicht. Macht keiner, weil Sie es aber auch nicht schriftlich machen und ständig Ihre Kontaktdaten, willst du das? Sind Sie DSGVO-konform nicht auf der sauberen Seite. Aber ich bin kein Datenschützer, von deswegen, wenn Sie heute irgendwie da ein Problem mit haben, ich will das gar nicht ahnden. Aber wenn Sie mal gucken, 29 Millionen Nachrichten, 1 Million Fotos und 175.000 Videobotschaften in 60 Sekunden. Ja, wir können jetzt super darüber streiten, ob die junge Generation, ob das so cool ist, wenn man da reinspricht, das dem anderen schickt, der spricht wieder rein und man kann auch anrufen. Also ich greife lieber zum Hörer und spreche direkt mit dem Menschen, aber die junge Generation spricht da rein, Sprachnachricht, bei Texten vertippt man sich ja, aber muss man mit leben, das ist halt so. Also deswegen eine Menge. Aber viel spannender finde ich im Moment auf der linken Seite, was Sie sehen, YouTube. Wenn Sie heute mal die junge Generation fragen, YouTuber oder Influencer? Das ist der Modeberuf, da braucht man auch kein Abi für, das kriegt man, kann man jeder machen. Und wenn Sie entsprechende Follower haben, dann haben Sie auch die entsprechenden Einnahmen. Dass das eine Marketingindustrie ist, dass die das nicht mehr alleine machen, sondern eine Agentur mittlerweile dahinter haben, das sehen die Leute nicht, aber das ist gar nicht Gegenstand. Ja, wir gucken auch nicht mehr Fernsehen, wenn uns ARD, ZDF und das vorgibt, sondern wir streamen ja nur noch über YouTube und wenn ich was nicht weiß, zu jedem Lebenssachverhalt gibt es ein YouTube-Video. Aber viel spannender finde ich, 400 Stunden Videomaterial werden alle 60 Sekunden hochgeladen. Und hier muss man auch mal einen Blick weitermachen. Seit Februar diesen Jahres gilt in Deutschland das Netzdurchsetzungsgesetz. Was ist das? Deutsches Wort ist wieder schwierig. Das Netzdurchsetzungsgesetz, langsam.
verpflichtet die Social Media Provider weltweit, wenn sie auf dem deutschen Markt unterwegs sind, ihren Content automatisiert zu überprüfen, ob da Extremismus, Hasskommentare, Hetze, Beleidigungen, Verleumdungen, Gewalttaten drin sind. Und wenn Sie da etwas haben, dann müssen Sie per Gesetz nach dem Netzdurchsetzungsgesetz das automatisiert melden, in Deutschland ans Bundeskriminalamt, und die geben das weiter an die Landeskriminalämter, die das an die Polizisten, daraus werden Strafverfahren. Jetzt überlegen Sie mal, wie viele Menschen soll YouTube vor die Rechner setzen, um 400 Stunden neues Videomaterial, was hochgeladen worden ist, zu überprüfen, ob da was drin ist. Und am Ende haben Sie aber nur 60 Sekunden Zeit, bevor die nächsten 400 Stunden da sind. Ich glaube, das zeigt sehr eindeutig, dass das mit normalen menschlichen Mitteln gar nicht händisch ist. Das heißt, Sie brauchen hier künstliche Intelligenz, Algorithmen, was auch immer. Sonst können Sie diese Massen an Daten gar nicht mehr bändigen. Aber wir machen ja alle nur ein bisschen. Deswegen macht das am Ende in der Summe doch wieder eine ganze Menge. Und das ist ja nur ein Teil. Und das BKA ist in Deutschland die Schnittstelle für das. Natürlich sind wir schon technisch darauf vorbereitet, dass diese Meldungen kommen. Die ersten kommen auch. Man geht davon aus, dass 150.000 Meldungen pro Monat in das System eingespeist werden, die dann wieder als Verfahren bei der Polizei bearbeitet werden muss, von der Justiz überprüft werden muss. Also ein Riesenapparat. Und das Netzdurchsetzungsgesetz wird auch im nächsten Schritt europaweit gelten. Und auch andere Länder gucken außerhalb Europa, gucken gerade, wieso machen die das ja, und ist ja gar nicht so doof. Aber der Apparat wird immer größer. Müssen wir uns aber darauf einstellen. Unter WhatsApp, das blaue E-Mail. Ich vermute mal, Sie haben eine Mail von Ihrer Bank bekommen, und wo Sie eingeladen worden sind. Hier gibt es eine Veranstaltung, da kannst du dich informieren. Wir kommunizieren ja eigentlich nur noch per Mail. Aber jetzt kann ich ja hier in dem Raum fragen, bei den Online-Teilnehmern wird schwierig. Ist Ihnen eigentlich bewusst, was eine E-Mail der elektronischen Welt übertragen in die analoge Welt wäre? Möchte jemand einen Versuch abgeben, einen Raten? Bitte? Ausdrucken. Ein Ausdruck. Ja, den kriegen Sie ja mit der Post nicht verschickt. Sie wollen ja was verschicken. Ausdrucken, okay. Aber was würde bei der Post quasi dem entsprechen? Ein Brief. Ein Brief. Leider nein. Beim Brief haben Sie einen Umschlag, den Sie zukleben und vielleicht auch noch irgendwas anderes draufkleben. Eine Postkarte, die wir über unser Outlook-System heute verschicken. Und wir haben ja eigentlich kaum noch anderes, weil Microsoft ja sei Dank alle die gleichen Systeme haben, ist in der analogen Welt einer Postkarte gleichzusetzen. Ist Ihnen das klar? Das müsste Ihnen klar sein, weil Sie kommunizieren ja jeden Tag und Sie schicken Ihre ganzen Geheimnisse. Würden Sie Ihre Vertragsbestandsdaten aus irgendwelchen Verhandlungen auf eine Postkarte schreiben und Ihrem Geschäftspartner schicken? Eher nicht. Das Lächeln sehe ich, das sehen Sie Zuhörer draußen nicht. Aber das ist die Realität. Technisch entspricht eine E-Mail der heutigen Zeit einer Postkarte in der analogen Welt. Wir schreiben Geschäftsgeheimnisse auf Postkarten und schicken sie hin. Deswegen habe ich Ihnen ja eben schon gesagt, meine Zeit läuft irgendwann aus. Na, jetzt will ich ja nicht in diese vielgesagte Altersarmut verfallen. Ich brauche einen Businessplan, das ist Ihre Welt. Einen Businessplan, damit ich meine Sachen auffangen kann. Und mein Businessplan für genau dieses Modell sieht so aus, dass ich mir am Ende, wenn ich aussteige, für 5 Euro bei Hetzner, mehr kostet sowas nicht, einen Server miete. Das ist ganz einfach. Und den lasse ich als Standardsystem konfigurieren, E-Mail. Das heißt, ich werde Zusteller von E-Mails im digitalen Netz. Da braucht man keine Prüfung, da braucht man kein irgendwas. Ich habe einfach sowas, ich nehme Ihre Post an, ich stelle die auch zu. Die geht auch nicht verloren. Aber ich mache mir vollautomatisiert Kopien. Das ist mein Zusteller, das System ist anders. Und abends setze ich mich hin und gucke, was haben Sie denn heute kommuniziert? Und da steht die Rechnungsdaten drin, die Preise, die Bankverbindungen. Sie schicken mir alles frei Haus. Ich muss sie gar nicht angreifen. Und das ist leider die Realität, weil wir gar nicht sehen, wie meine Mail, die ich von da nach da schicke, wer der Zusteller ist. Das ist irgendeiner. Kenne ich nicht, aber der kriegt von mir alle Informationen. Wir haben verlernt, Technik zu verstehen, wie Technik funktioniert. Wir sind blind auf dem Auge. Wir werden sehr oft von Unternehmen angerufen, zum Beispiel ein Unternehmen aus dem Sauerland, Maschinenanlagenproduktion. Dieses Unternehmen, Mittelständler, produziert ja, Produktionsanlagen, Werkzeuge, was auch immer. Ein polnisches Unternehmen, Auftrag, ja, bau uns eine Anlage, kostet 150.000 Euro. Klassisch werden dann 20% Anzahlung fällig, bevor man anfängt, und dann je nach Produktionsschritt der Rest.
Vertrag ist gemacht, alles super, man hat sich geeinigt, waren Produktionspläne sind da und irgendwann fragt das deutsche Unternehmen in Polen an, sollen wir das jetzt echt produzieren? Ihr habt die Anzahlungen noch gar nicht geleistet, der Vertrag geht ja gar nicht in Kraft. Dann sagt das polnische Unternehmen, ey, wir haben schon längst gezahlt. Ihr habt doch eine neue Bankverbindung, da sollte das Geld doch hin. Und dann fällt denen in Deutschland hier im Sauerland die Kinnlade runter und wie habt ihr gezahlt? Haben wir die Buchung? Nee, passt gar nicht. Und dann, ja, schickt doch mal, wo habt ihr das hingeschickt? Und dann kommt eine Mail und da steht drin, ja, liebes Unternehmen in Polen, wir haben eine neue Bankverbindung. Bitte für die Referenznummer, für den Auftrag, den Betrag auf das neue Geschäftskonto mit der und der IBAN. Unterschrift sieht genauso aus und die Signatur und alles in der Mail sieht genauso, ja, alles drin, Vertragsdaten, die wissen doch alles. In dem Moment greift dieses sauerländische Unternehmen zum Telefon, ruft das Cybercrime-Kompetenzzentrum MLKA an und sagt, wir sind gehackt worden. Die bösen Hacker haben uns ausgespäht, die wissen doch alles von uns, das kann ja gar nicht sein. Unsere Spezialisten fahren raus zu dem Unternehmen, überprüfen die Infrastruktur und stellen fest, nein, kein Hacker war in diesem Betrieb. Die haben einfach per Mail kommuniziert und man sitzt dazwischen und das ist die Realität. Wir wissen doch gar nicht, wer diese Mailsysteme betreut und was das für Leute sind und ob die Mail, die ich jetzt gerade von Düsseldorf nach München schicke, nicht die erste Mail geht über Berlin und die nächste geht über Paris. Ich habe keinen Einfluss drauf, ich gebe es ja meinem Dienstleister und der schickt es ins Netz und der Weg ist bei jeder Mail völlig anders. Aber es interessiert mich nicht. Ich könnte das lesen im Header, aber wer von Ihnen weiß, wie so ein Header aussieht? Ist doch uninteressant. Bei Postkarten ist uns das klar. Der Zusteller, da schreibe ich mal nichts drauf. Ne? Schöne Grüße aus dem Urlaub ist okay, aber den Rest eher nicht. Das ist genau das Problem. Wir verstehen Technik gar nicht mehr, wie Technik funktioniert. Sowas wie S-MIME, PGP, Verschlüsselung ist nicht sexy, ja. Weil dann hat der andere meinen Schlüssel nicht und der kann das gar nicht entschlüsseln. Muss ich irgendwie was anderen Weg finden. Aber sowas Einfaches, mein HNO-Arzt war ich vor einigen Wochen. Meine Frau hat gesagt, du hörst schlecht. Dann wollte ich ja prüfen, ob das jetzt an dem liegt, dass ich mit ihr nicht verstehe, sie nicht verstehe und wirklich medizinisches Hören oder das nicht medizinische Hören, nicht hören wollen, ausschließen. Und ja klar, hat er eine Befundaufnahme gemacht und hat gesagt, ja, ich schicke Ihnen das per Mail. Okay, aber er hat mir vorher in der Praxis ein Passwort gegeben und hat gesagt, wenn du von mir eine Mail kriegst, dann ist das PDF, der Bericht ist als PDF da drin. Und dieses Passwort, was du von mir in der Praxis jetzt gekriegt hast, gilt für alle PDFs, die ich schicke. Ja, die PDF kam und ich musste diese erst runterladen und dann mit diesem Passwort, was er mir vorher gegeben hat, aufmachen. Die war nämlich verschlossen, so auf dem Postweg. Das ist schon mal mindestens ein Brief. Aber wer von Ihnen macht das? Die wenigsten. Es wäre eigentlich ein Schritt, ist nicht hundertprozentig Sicherheit, aber wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, wo wir unsere Kommunikation deutlich besser absichern können. Kostet nicht die Welt, aber ich muss natürlich dieses Passwort nicht in die gleiche Mail packen wie auch das PDF. Ich muss es irgendwie vorher machen. Aber Kommunikation, wir müssen da ein bisschen genauer werden, bis wir vielleicht irgendwelche anderen Sachen haben. WhatsApp zum Beispiel, Messenger-Dienste. Man kann darüber denken, was man will. Die Messenger-Dienste sind technisch aktuell. Da ist die Kommunikation Ende zu Ende verschlüsselt. Da kommt keiner dran. Aber nutzen wir nicht. Ja, ist im Messenger ist doch irgendwie doof. Bei der Polizei NRW, wir haben mittlerweile auf unseren Dienstgeräten Messenger. Wir haben uns einen Dienstleister geguckt. Der, ja, der funktioniert. Der ist auch hier in Europa. Der ist nicht in Amerika. Also kein WhatsApp. Und mittlerweile kommunizieren wir dienstlich untereinander mit Messenger-Diensten, die wir in unserem System implementiert haben. Wir können Fahndungsfotos von einem Streifenwagen in den anderen direkt schicken. Sicher. Weil wir ganz andere Technologien einsetzen. Also nur ein Beispiel, was hier, glaube ich, ganz, nicht ganz unwichtig ist. Also man deswegen zeigt schon mal ganz normaler Alltag und wir sind aber schon irgendwie jenseits von Gut und Böse und die Menge, wir können den Zug auch nicht aufhalten. Diese Folie müssen Sie ungefähr alle 2-3 Monate anpassen, weil die Zahlen ständig wachsen. Viele von Ihnen hätten gern die Umsatzwachstumsraten, die in dieser Social-Media-Geschichten haben. Ja, und das ist ja auch fatal, ihr will zu sagen, nee, wir machen kein Social Media, die junge Generation kommuniziert ja noch darüber, wenn sie mal so 17-, 18-Jährige, wie kann man sich eigentlich kennenlernen ohne WhatsApp? Das geht ja irgendwie gar nicht. Also Tinder ist ja auch so ein Ding. Also die ganzen, da fehlen noch viele.
Was sind jetzt so die klassischen Phänomene? Und da, glaube ich, wird es auch noch mal ganz spannend. Und was sind eigentlich so Tätertypologien? Ich habe Ihnen mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wo auch, glaube ich, noch mal deutlich wird, warum bestimmte Sachen anders sind. In der Einführung waren ja schon so ein paar Sachen drin, was wir da so beobachten. Das Große, was wirklich im Moment immer noch für Schlagzeilen sorgt, ist die Ransomware. Die Täter haben irgendwann gemerkt, ey, warum soll ich denn jetzt irgendwie Ihnen die Daten klauen? Das ist doch irgendwie doof. Dann merken sie, dass die Daten aus dem Netz gehen. Ich lasse sie da, aber ich mache sie unbrauchbar, indem ich einfach eine andere Endung dahinter setze. Im Prinzip, weiß nicht, wer von Ihnen sowas wie einen ZIP-Ordner kennt, ne, da kann ich Daten mit verpacken und nichts anderes machen die Täter. Die machen in ihrem System einen ZIP-Ordner, Passwort drauf. Nur das Passwort haben sie halt, die Täter, aber sie können es ja kaufen. Ne? Ransomware. In der Regel können Sie dann, kriegen Sie so eine nette Ransom-Note, wo man Ihnen mitteilt, wir haben deinen, du kannst den Schlüssel für deine Daten kaufen. Kostet halt, ne, je nach Währung, Bitcoin und anderen Sachen in elektronischer Währung, mal 10.000, mal 100.000, mal eine Million, auch mal mehr. Ja, und das ist das, was schon war in der Uniklinik in Düsseldorf natürlich stattgefunden hat. Sie stellen erst fest, Sie haben keine IT mehr und wie abhängig Sie sind, wenn die IT nicht mehr da ist, wenn sie verschlüsselt ist. Bei der Uniklinik in Düsseldorf ein Krankenhaus. Das ist nicht weit weg hier. Aber wir reden über ein Krankenhaus. Die Uniklinik in Düsseldorf betreibt mittlerweile 500 Server, damit die arbeitsfähig sind. Das ist ein Rechenzentrum. Von diesen 500 Servern waren 23 voll und zum Teil verschlüsselt. Aber das führt schon dazu, mal gerade 5%, nicht mal 5% dieser ganzen Geschichte, dass die nicht mehr arbeitsfähig sind. Keine Anamnese, kein Labor, keine Röntgendiagnostik, nichts mehr. Türen zu. Sie machen den Betrieb dicht. Hier in Düsseldorf kann man sich das leisten. Wir haben noch ein paar mehr Krankenhäuser, dann fahren sie halt zum nächsten, ist nicht so schlimm. Aber in Flächenstrukturen, wenn da ein Krankenhaus wegbricht, dann haben sie 40 Kilometer bis zum nächsten. Da wird es dann schon deutlich enger. Und bei der Uniklinik ging es ja noch gut. Die Hacker haben dann irgendwann, haben unsere Kommunikationsspezialisten denen mitgeteilt, sorry Jungs, ne, ihr habt euch vertan, weil diese Ransom Note war ja gar nicht für das Krankenhaus, sondern für die Heinrich-Hahn-Universität. Aber die Heinrich-Hahn-Universität hat gesagt, wir sind doch gar nicht verschlüsselt, warum sollen wir denn zahlen? Hier konnte man sehen, dass die Hacker gelesen haben, Universität, ja, Düsseldorf wird schon richtig sein. Nee, sie waren nicht bei der Universität, sie waren bei der Universitätsklinikum, das ist halt völlig was anderes. Das merkt man, da sind der deutschen Sprache nicht so mächtig. Das haben unsere Spezialisten denen mitgeteilt und dann kam nicht kein Sorry, kein gar nichts, sondern einfach ein Schlüssel. Sie haben quasi Rücktritt vom Versuch, würden die Juristen sagen. Sie haben es nicht weiter vollführt. In anderen Fällen sind die Hacker da völlig anders drauf und sagen, es ist mir scheißegal, ob das ein Krankenhaus ist, ob das ihre Existenz ist, wir wollen einfach nur Kohle haben. Dann interessiert die das nicht. Und die haben wir ja auch. Mittlerweile haben die Täter aber auch erkannt, ja, ey, super, die IT-Sicherheitsleute, die raten immer, wir müssen sowas wie eine Backup-Strategie haben. Weil wenn sie ein Backup haben und ihre Daten wieder herspielen können, sollen sie doch verschlüsseln, ich spiele die einfach wieder ein. Passiert ja nichts, ist mir doch egal. Aber so eine Backup-Strategie braucht man. Es gibt so eine Aussage unserer Justiz, wir haben auch eine Schwerpunktabteilung Cybercrime bei der Justiz. Die haben ganz oben drüber mittlerweile stehen, kein Backup, kein Mitleid. Wer in der heutigen Zeiten kein Backup hat, ganz ehrlich, was abgebrannt ist, können Sie wieder aufbauen. Aber Daten, die gelöscht sind, können Sie nicht wiederherstellen, wenn Sie kein Backup haben. Elementar, grundlegend wichtig. Haben die Täter aber auch verstanden, haben gemerkt, hey, wenn die alle ein Backup haben, dann lassen die sich ja gar nicht mehr erpressen. Das ist irgendwie voll doof. Unser Geschäftsmodell bricht gerade weg. Was machen Sie jetzt? Sie gehen vorher hin, während Sie noch gucken, wo Sie gerade so als Unternehmen sind und was Sie sind und wie groß Sie sind. Bevor Sie verschlüsseln, leiten Sie erstmal ein paar Daten aus Ihrem Netz. Das ist irgendwie doof, weil Sie wissen zum Teil ja gar nicht, was Sie für Daten haben. Wie sensibel sind die Daten? Was sind Ihre Kronjuwelen? Und dann sind Sie schon wieder erpressbar. Und hier zeigt gerade die letzte Zeit sehr eindringlich, wie genau wir auf solche Daten gucken müssen. Finanzdienstleister, überhaupt kein Thema. Eine Bank, ja klar, ist doof, wenn die Kundendaten, Kontonummer, Bankleitzahl, Adresse, ne, irgendwelche anderen Kapitalanlagepläne, ihre privatesten Finanzdaten in falschen Händen sind, das will keiner. Also sind Finanzdienstleister gut beraten, wenn die das irgendwie splitten. Aber so ganz banale Geschichten für uns im ersten Augenschein. Anfang des Jahres, so im Februar, März, ein Unternehmen im Münsterland, die machen Brandschutzpläne für Firmen, die beraten Firmen, wie man Brandschutz macht. Die wurden verschlüsselt, hatten eine Backup-Strategie,
haben einfach wiederhergestellt und dann kam aber und sagt, ey, wir haben aber deine Pläne ausgespäht. Unter anderem haben die zum Beispiel auch Brandschutzpläne für Atomkraftwerke gemacht. Das ist jetzt irgendwie ganz doof. Die haben jetzt irgendwie Sicherheitspläne von einem Atomkraftwerk. Wir sind gerade im Krieg mit Russland gibt es einen Krieg, so. Und jetzt haben russische Hacker Atomkraftwerke, Sicherheitspläne von Atomkraftwerken in Deutschland. Ist irgendwie nicht gerade kritten, ne? Passt gerade nicht. Man hat dann aber relativ schnell festgestellt, das war das Atomkraftwerk in Lingen, was 2007 schon im Rückbau ist. Also konnte man sich wieder hinlegen. War ja nicht ganz so schlimm. Ne? Eine alte Anlage. Aber vor 14 Tagen hat es in Baden-Württemberg ein Unternehmen getroffen mit Müllentsorgung. Sorry, was ist Müllentsorgung kritisch? Das ist doch ein ganz normales Business. Dieses Unternehmen Baden-Württemberg beschäftigt, macht aber die Müllabfuhrentsorgung der amerikanischen Kasernen, da unten Rammstein und allen anderen. Und natürlich müssen die wissen, wo und in welcher Ecke des Gebäudes welche Mülltonne steht. Dazu haben die sämtliche Pläne von allen Kasernen. Brauchen sie ja, sonst können sie ihren Job nicht machen. Als die verschlüsselt wurden, waren die auch noch entspannt, aber jetzt hat man festgestellt, ja, die Pläne sind abgeflossen. Jetzt haben vielleicht russische Hacker die kompletten Pläne der amerikanischen Kasernen in Deutschland. Fall nicht gut. Die haben wahrscheinlich eh über Satellit, haben wir schon längst. Aber ne, also man muss wirklich gucken, was hat man in seinem Unternehmen für Daten, die für einen selber gar nicht relevant sind, aber für andere dann doch durchaus wichtig sind. Deswegen muss man viel mehr Mühe darauf bereiten, die Daten zu schützen. Datenintegrität wird, glaube ich, gleich auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Die sogenannten Supply Chain Angriffe, ja, sie misstrauen Fremden, die ihnen irgendwelche Daten unterschieben. Aber Ihrem Dienstleister, der für Ihre IT zuständig ist, der Ihnen Patches einspielt und die richtigen Daten liefert, dem macht man doch die Tür auf. Du sollst doch immer aktualisieren. Ja, super, klar, spiel mir das Update ein, das ist so richtig. Den Hackern gelingt es mittlerweile sogar zu Herstellern vorzudringen und dort ihren Schadcode zu platzieren. SolarWinds und andere. Und dann vertreiben die sogar den Schadcode und dank dessen, dadurch, dass sie ja Kunde sind, machen sie die Tür weit auf. Das heißt, ich misstraue dem doch gar nicht. Ist doch ein Vertrauensmensch, mein Kunden, mein Dienstleister. Wenn der aber selber schon gehackt worden ist, und das ist natürlich für die Hacker super, weil die Verteilerwege machen die doch. Wir müssen uns gar nicht drum kümmern. Wir können hinterher nur die Enter einstreichen. Ist so das Golden Ticket in diesem Bereich. Distributed Denial of Service Angriffe, DDoS, gab es schon 2005 oder 2003, als ich so im größeren Stil erstmalig angefangen habe. Ihr Server wird so lange mit Anfragen bombardiert, bis das Ding in die Knie geht. 2003 war so mein größtes erstes Verfahren. Da hat es ein Babynahrungshersteller in Nordrhein-Westfalen getroffen. Die haben für den israelischen Markt Babynahrung hergestellt. Das muss ja nach koscheren Prozessen anders hergestellt werden. Da fehlten Enzyme, das haben sie nicht sauber deklariert. Dann sind in Israel Babys gestorben. Darf man überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber israelische Hacker haben gesagt, das kann nicht sein. Die deutsche Firma greifen wir jetzt mal an. 2003. Da waren wir technisch noch gar nicht so weit. Ja, wir hatten schon Internet. Aber da haben Hacker zwei Großrechenzentren von Universitäten geknackt und haben dann diese Firma abgeschossen. Da haben wir damals über Angriffe von 400.000 Angriffen pro Sekunde gesprochen. Heute ist das Peanuts. Da reden wir über Milliarden Angriffe von einfachen Rechnerinfrastrukturen. Weil ich brauche gar kein Rechenzentrum mehr. Wir haben doch das Internet der Dinge. Ich kann ganze Kühlschränke zusammenschalten und Smart-Home-Geräte. Und kann die in solche Angriffe einbinden. Auch hier denken wir gar nicht so weit, weil ist ja meine Glühbirne, die wird gerade grün. Nee, mittlerweile kann die auch, während sie auf einen neuen Befehl wartet, sich auch an solchen Angriffen beteiligen. Smart Home Komponenten sind mittlerweile Opfer und Ziel von Angriffen und werden missbraucht. Das ist für unsere Kollegen immer ganz spannend, wenn die zu ihnen kommen und sagen, ihr Kühlschrank hat sich an einem Angriff beteiligt. Den müssen wir jetzt mitnehmen und forensisch sichern. Sie kriegen aber die Lebensmittel vorher nicht mehr raus. Das ist irgendwie doof. Ne? Aber auch hier muss man so ein bisschen weiterdenken. Phishing, ja klar, das kennen wir. Ne? Ihre Bank, ne? Nette Mail von Ihrer Bank. Wir mussten leider Ihr Konto sperren und Sie müssen jetzt unbedingt reagieren. Und in der Anlage können Sie sehen, warum wir das gesperrt haben. Und ne? Dann können Sie das wieder entsperren. Aber ich habe doch gar kein Konto bei Ihnen. Da sollte man überlegen. Aber leider der menschliche Faktor. Ich will wissen, was da los ist, auch wenn ich da kein Konto habe. Und deswegen klickt man auf die Anlage und das ist genau das, was die Täter ja wollen. Dass sie da was ausführen und schon wieder in ihrem Unternehmen entsprechend Schaden verfügen. Und leider haben wir sowas auch jeden Tag und immer wieder.
so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Unser Innenministerium, ein Mitarbeiter des Innenministeriums, hat eine solche Mail nach Hause bekommen. Ging nicht um eine Bank, ging um was anderes, aber er wusste schon, sah schon im ersten Moment selber, diese Mail sieht irgendwie doof aus. Zu Hause habe ich auch nur so einen kostenlosen Virenschutz und so einen kostenlosen Sicherheitssoftware. Die kann ja nicht so richtig gut sein. Aber ich habe einen Arbeitgeber, der hat eine IT-Security und die ist super. Ich schicke die mal ins Büro. Nächsten Morgen kommt er ins Büro, Mail ist da und jetzt kann er endlich diese Anlage aufmachen. Aber natürlich passiert genau das, was die Täter wollten. Schadcode wird runtergeladen, der Bildschirm ist schwarz. Ja, was machen sie jetzt? Was ist die Konsequenz daraus? Hier in diesem Moment hat der Mitarbeiter dann sauber reagiert. Er hat den Stecker aus dem Client gezogen, damit es im Netzwerk nicht weiter verbreitet wird. Und er hat sofort die IT-Security, den User-Helpdesk angerufen und hat gesagt, ich habe Scheiße gebaut. Das war nicht gut, das Klicken auf dieses System. Aber das setzt aber die Mitarbeiter dieser Abwehrtruppen, die da im System irgendwo vorhanden sind, in die Lage, sofort zu reagieren und den Schaden zu begrenzen. Ja klar, Menschen machen Fehler. Aber wie gehen wir als Unternehmen damit um? Schmeißen wir den raus, weil der Nächste wird Ihnen nicht mehr sagen, dass er falsch gemacht hat, der kriegt doch eh die Kündigung. Das heißt, wir brauchen diesen menschlichen Faktor, um auch die Sicherheit, die Awareness hochzuhalten. Ja, Sie werden trotzdem Fehler machen. Wir machen Fehler, das ist im Straßenverkehr das Gleiche. In der Straßenverkehrsordnung ist alles geregelt. Wenn wir uns dran halten, kann es keinen Unfall geben. Aber die Realität zeigt, jeden Tag gibt es Unfälle, weil wir Menschen Fehler machen. Und diese Fehlerkultur brauchen wir auch bei unseren Mitarbeitern. Weil die machen am Ende genau, die sorgen dafür, dass ihr Unternehmen weiter am Netz bleibt, dass sie arbeitsfähig bleiben. Deswegen brauchen sie die. Was sind das für Tätertypologien? Ja, wir haben Täter, die sind einfach nur auf Kohle aus, rein monetär getrieben. Die Analysten haben mittlerweile 236 sogenannte Big Game Hunting Groups identifiziert, die in unterschiedlichster Form zusammenhalten. Da gibt es Nordkorea. Kim Jong-un wäre gar nicht am Leben mit seinem ganzen System, wenn der nicht Hacker hätte, die nur Devisen für ihn beschaffen. Normale Wege geht gar nicht, weil Embargo, die sind ja eigentlich abgeschottet. Aber der hat ganze Hackerarmeen, die einfach nur Geld beschaffen, ob die Sony erpressen oder anderes. Das fließt einfach da rein. Also es gibt nicht immer nur den reinen Straftäter, sondern auch schon organisierte Strukturen, die staatlich gelenkt sind. Von diesen Big Game Hunting Groups sind 36 im Moment auf dem europäischen Markt unterwegs. Die haben sich also Europa breit gemacht. Mittlerweile sieht man aber auch, dass Nord- und Südamerikaner versuchen, so nach Europa rüberzukommen, weil die merken, dass echt Kohle zu holen. Hier sitzt ja Wirtschaftskraft. Und die müssen ja auch nicht anreisen. Das ist ja noch bequemer. Warum sollte ich denn extra dahin fahren? Das kann ich ja online machen. Und da ich ja mittlerweile solche Wege haben wie Kryptowährungen, kann ich das Geld ja auch da mir auszahlen lassen. Wir machen ja alles digital. Das heißt, wir haben ganz andere Gegner mit mal auf der Seite. Viel professioneller auch in diesem Bereich. Naja, wir haben auch staatlich gesteuerte Geschichten. Wir sehen es ja gerade, Russland, Krieg, der Cyberwar war ein Riesenthema am Anfang. Alle Mechanismen gingen hoch. Wir mussten jeden Tag Meldungen schreiben, wie viele Angriffe waren denn jetzt mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Nach einigen Tagen, Wochen hat sich das beruhigt. Mittlerweile weiß man, einen Cyberkrieg bricht man nicht zwar eben vom Zaun, weil den muss man auch vorbereiten und das haben die Russen irgendwie nicht gemacht. Deswegen findet der eigentlich gar nicht statt. Ja klar, Mechanismen dahinter, so Fremdkampagnen oder Nachrichtensteuerung, das ist natürlich indirekt schon sowas, aber ein reiner Cyberkrieg, dass die Russen jetzt angreifen, unsere Infrastruktur zerstören, um die Rüstungsbetriebe lahmzulegen, aber wir liefern ja eh nicht. Also von deswegen brauchen sie das ja gar nicht. Aber das macht man nicht eben. Und im Moment ist es ja so, dass sämtliche westlich geprägten Länder und Einrichtungen dastehen und Gewehr bei Fuß und worauf warten, dass was kommt. In dem Moment greift ja keiner mehr an. Ja, das hätte man vorher schon lange vorbereiten müssen, infiltrieren müssen, diese Waffen. Also auch wir oder die Bundeswehr beschäftigt sich ja mit dem Hackback, mit dem Angriff gegen andere. Aber die sagen auch, ja, wenn ich das einmal gemacht habe, ist die Waffe verbraucht. Also überlege ich mir sehr genau, was ich da tue. Weil ich muss ja immer ein ganzes Arsenal von haben. Und so ist es bei den Russen genauso. Ja, wirtschaftlich natürlich Ausspähen von Unternehmensgeheimnissen. Warum sollten denn, hat man früher mal gesagt, die Chinesen, warum müssen die selber entwickeln? Das klauen wir doch bei den Deutschen oder bei den Europäern. Ne, und sparen sich die Forschungskosten. Ja, aber mittlerweile haben wir ja die ganze Produktion dahin verlegt. Die müssen es doch gar nicht machen. Wir liefern ihnen doch die Sachen frei Haus. Das ist eine andere Geschichte.
das sogenannte 9-Säulen-Modell, Cybercrime as a Service. Mittlerweile haben Kriminelle erkannt, dass es doch viel besser ist, sich quasi zusammenzutun. Sie haben ein Businessmodell daraus entwickelt. Wir haben mittlerweile Täter, die schreiben Schadcode. Ja, die vertreiben den aber gar nicht, die verkaufen den als Geschäftsmodell. Wir haben mittlerweile Hacker, die suchen automatisiert nach Schwachstellen. Wir hören immer, wenn wir angefragt werden, mein Unternehmen ist viel zu klein, warum sollte man mich denn hacken? Ich habe doch nichts, ich bin doch so ein kleiner Mittelständler und ich habe nur 10 Mitarbeiter. Da kommt doch kein Hacker auf die Idee, mich anzugreifen. Das ist schon mal der grundsätzliche Fehleinschätzung. Hacker arbeiten nach einem ganz anderen Prinzip. Da gibt es Leute, die automatisiert Schwachstellen in IT-Systemen suchen. Sie haben IT-Systeme. Und dadurch, dass sie IT-Systeme haben, haben sie Schwachstellen, ob sie die kennen oder nicht. Die Hacker kennen die. So. Und der Hacker, der eine Schwachstelle in ihrem System gefunden hat, der bietet die zum Kauf an. Und andere kaufen die. Die haben eine ganz andere Idee, was sie damit tun. Und die machen das auch ganz anders. Das ist wirklich ein Businessmodell. Sie können heute Dienstleistungen, Hacking kaufen. Sie kriegen sogar Gewährleistung, sie kriegen auch Support, sie kriegen das auch über eine Umsatzbeteiligung. Also klar ist, Cybercrime ist keine Frage des Könnens, sondern eine Frage des, wie viel Geld investiere ich und was ist es mir wert. So funktioniert das heute. Und die Gewinnmargen hier sind leider exorbitant hoch. Von deswegen, solange wir die Kunden da richtig Geld mit verdienen, werden die dieses Geschäftsmodell weitermachen. Sie haben aber auch Geldwäsche. Ne? Sie müssen ja heute gar nicht mehr irgendwie ein Konto eröffnen bei einer Bank. Das fällt ja auf. Ne? Also gehe ich über Kryptowährungen, Wallets, Bitcoin, Monero und wie es da gibt. Wir haben ja mittlerweile fast jeden zweiten Tag neue Kryptowährungen. Was ist denn das? Wie sieht so eine Kryptowährung aus? Also ich habe so einen Zahlencode über 3 Seiten. Ja, das könnte Bitcoin sein. Kann aber auch ein Fake sein und Sie wissen doch gar nicht, was Sie da kaufen. Also auch hier, ne, ganz neue Mechanismen. Vor einigen Jahren gab es so einen Fall bei der Firma Leoni, Automobilzulieferer größerer Art. Ne, so ein Großunternehmen, so ein Global Player. Und da passierte Folgendes. Der große Chef hat mal wieder über seinen Social Media Account getwittert, bin jetzt gerade in der Lounge auf dem Weg nach Amerika zu dem nächsten Meeting. Da hat man noch kein Corona. Ja, und dann weiß der gewiefte Hacker, im Flugzeug hat er kein Netz, der ist jetzt 8 Stunden aus dem Order. Und genau in diesem Zeitfenster kam der zu der kleinen Buchhalterin in Rumänien, ja, da haben die auch eine Niederlassung, eine Mail von dem großen Chef aus Deutschland. Und die sieht genauso aus wie bei Ihnen im Unternehmen. Ich habe doch vorher mich beworben und Sie haben mir doch abgesagt und schon sehe ich, wie Sie schreiben. Und der Chef steht sogar im Internet, ist doch alles drin. Und diese kleine Buchhalterin in Rumänien, die kriegt jetzt eine nette Mail vom Chef, ganz vertraulich, nur Sie, da ist so eine besondere Geschichte. Da dürfen Sie aber noch nicht drüber reden. Wir wissen noch nicht, ob sich das entwickelt, aber ich brauche mal gerade 38 Millionen. So, Leoni hat 9,6 Milliarden Jahresumsatz. 38 Millionen ist für sie jetzt nicht so, dass sie da Schweißperlen verkriegt. Sie darf das überweisen. Das ist auch genau dieser Rahmen, den sie hat. Und sie fühlt sich natürlich gebauchpinselt, dass der große Chef in Deutschland sie anschreibt, ins Vertrauen zieht. Das ist ja so eine ganz besondere Ansprache, die die haben. Sie überweist das Geld. Irgendwann merkt er dann in Deutschland, er hatte wieder Flug, hat wieder Netz. Nein, er merkt es noch nicht, aber andere haben es gemerkt, da ist Geld irgendwie weg. Das haben dann Strafanzeige erstattet. Das Verfahren wurde bei uns im Haus begleitet. Und man konnte dann diesen Weg des Geldes nachvollziehen und man hat gesehen, dass es morgens um 9 sind 38 oder 36 Millionen auf ein Auslandskonto eingegangen. Um 10 war es weg. Nicht in einer Tranche, das kann ich aufhalten, sondern die Täter haben das innerhalb von 60 Minuten auf 1246 Zielkonten weltweit überwiesen, vollautomatisch. Schaffen Sie 1246 Überweisungen in 60 Minuten? Händisch nicht. Das heißt, die wussten genau, wie viel Geld kommt. Die haben ein Skript vorher geschrieben, haben das softwaremäßig zur Bank geschickt. Macht das mal, dann führt das System das aus. Und die haben diese 1246 Konten im Zugriff. Die wollen das ja nicht spenden, die wollen es ja haben. Das heißt, Geldwäsche. Die kennen die Geldwäschegrenzen der einzelnen Länder, dass die immer genau unterm Radar bleiben, dass da bloß kein Geld angehalten wird. Und da spielen sie dreimal um den Erdball und während sie noch ihre Anzeige erstatten, hat der neben an einem Schalter schon längst sein Geld ausgecasht. Abzüglich Provision für die ganzen Leute, die dazwischen sitzen. So funktioniert Kriminalität heute. Erschreckend, aber es ist so. Also mal deswegen, jeder von diesen Geschäftsmodellen kriegt seine Provision und am Ende haben die alle viel Geld für sich über. Leider die Wahrheit.
So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich ja schon angedroht habe, was in München vielleicht ein bisschen wehtut. So ein bisschen Lokalkolorit, wenn wir schon in Düsseldorf sind, sei mir gestattet. Ne, wir kommen aus NRW. Die Zahlen, glaube ich, wer so ein bisschen in der Medienlandschaft oder überhaupt im Land unterwegs ist. Wir sind ein Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern. Wir haben 733 Milliarden Bruttoinlandsprodukt. Ja, wir sind Wirtschaftsstandort Nummer 1. Deswegen sagte ich, in München hört man das nicht gerne. Ich bin auch öfter in Bayern unterwegs. Die sind immer not amused, wenn ich denen das erzähle, aber physisch, es ist so. Tut mir leid. Wir sind aber auch als Bundesland Wirtschaftsstandort Nummer 8 in Europa. Das heißt, wir lassen 19 europäische Staaten als NRW, als Bundesland hinter uns. Das ist unser Kapital, das ist unsere Hausnummer. Ne? Ich habe letzten Statements aus dem Innenministerium, war nicht so, dass wir den Brexit machen und uns eigenständig aufstellen wie andere Freistaaten. Also von deswegen, ne, auch da, Wirtschaft ist für uns als Land Kerngeschäft. Wir haben aber auch 717.000 kleinmittelische Unternehmen, wo sie auch zugehören. Und das ist das die Angriffsfläche der Hacker. Weil die wissen, wie viel Geld da zu holen ist und die wissen auch, wie viele Unternehmen es da gibt. Nämlich eine Masse. Deswegen, weil der Politik das bewusst ist, investiert man im Moment sehr viel auf der staatlichen Seite in Abwehrmaßnahmen, in Polizei, in Infrastruktur, in Technik. Weil am Ende fließt das ja auch alles wieder dem Staat, dem Gesamtsystem zugange, wenn die Umsatzzahlen passen. Und da machen wir ja jetzt langsam den Switch in diese Richtung. Was passiert eigentlich da? Jetzt könnte ich Sie volltexten mit Kriminalstatistik, was unser Innenminister macht, das einmal im Jahr, geht dann in die Presse und sagt, hier Kriminalität, NRW, super, seit 20 Jahren die geringsten Zahlen. Langweilig, machen wir nicht. Wir müssen ja auch so ein bisschen gucken, was wird angezeigt und die Realität ist leider nicht so, dass alles das, was draußen passiert, bei uns landet, weil die Leute sagen, nee, wenn ich die Polizei hole, die können ja eh nichts und die bauen mir den Server ab und dann kriege ich den im halben Jahr erst wieder oder noch schlimmer. Und wenn ich feststelle, die haben meine Lizenz nicht bezahlt, kriege ich von denen noch einen auf den Deckel. Und das, also es gibt ja genug Gründe, warum man nicht will. Und wenn ich die Polizei rufe, steht es auch morgen in der Zeitung, also will ich das. Ist irgendwie doof. Also ja, man ruft die Polizei nicht. Gut, also werde ich Sie nicht mit solchen Zahlen belästigen. Es gibt mittlerweile aber seit über 10 Jahren eine Referenzstudie, die hier maßgeblich in diesem Bereich der Bitkom, ja, Branchenverband IT und das Bundesamt für Verfassungsschutz befragen alle 2 Jahre die Unternehmer. Und die Unternehmer berichten und geben Antwort. Und diese Referenzstudie ist eigentlich für uns so der Messgrad dessen, was da wirklich läuft, weil die Unternehmen selber sagen, was passiert uns gerade. Nicht wir definieren das. Und die letzte Studie aus dem September 2021, jetzt doch schon wieder ein Jahr her, hat erschreckend zutage gebracht, dass 88% der befragten Unternehmen angegeben haben, ja, in den letzten 12 Monaten waren wir Opfer, hatten wir ein IT-Sicherheitsproblem, was nichts mit Hardware zu tun hat, was ein Rechner geht auch mal kaputt oder eine Festplatte, aber nicht technisches, sondern physisch. Wir hatten sowas wie einen Cyberangriff. Das definieren die Unternehmen auch selber, das geben wir nicht vor. Und deswegen glaube ich, ist das echt. Das heißt aber, wenn wir 88% annehmen, dann sind alleine in NRW letzten 12 Monate 630.960 Unternehmen Opfer gewesen. Schon mal eine Hausnummer. Wir haben nur 20.000 Anzeigen dagegen, deswegen bringt das nichts, wenn ich Ihnen das erzähle. Aber jetzt können Sie ja immer hingehen und sagen, ja, ich gehöre zu den 12%, die ja nicht betroffen sind. Alles gut. Wir gucken uns die Studie natürlich ein bisschen genauer an und sagen, die 12%, die da gesagt haben, ich war Opfer, die haben angesagt, ich weiß es nicht. Kein Unternehmen hat gesagt, ich bin nicht Opfer. Mittlerweile sagen die Opfer, die können es nicht ausschließen. Wir haben ja in einer Uniklinik den Fall gehabt, dass die Hacker ein Jahr im System waren, ohne dass man es gemerkt hat. Wer will das von ihnen ausschließen, dass die nicht längst schon da sind und vorbereitet haben? Deswegen sagen mittlerweile 12% der Unternehmen, ich bin mir nicht sicher, deswegen kann ich es gar nicht ausschließen, das Restrisiko. Vielleicht sind die schon längst da. Ich habe es nur noch nicht gemerkt, weil ich keine gute IT habe. Auch schon mal eine ganz andere Hausnummer, glaube ich. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen über Geld reden. Die Studie sagt, 223 Milliarden entsteht der deutschen Wirtschaft im Jahr, in 12 Monaten, durch Cybercrime. Wenn wir da 21,6% Bruttoinlandsprodukt für NRW runterrechnen, dann sind das mal eben 46 Milliarden. Schon eine Hausnummer. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie viel 46 Milliarden in Europaletten gemessen Geld sind. Also ich kann das nicht, ich bin ja nur ein armer Beamter. Ich habe diese Margen nicht so im Kopf.
Aber ich versuche mal ganz gerne mit Bildern zu sprechen. Und wenn Sie mal überlegen, was könnten so 46 Milliarden sein und was kann ich mir für ein Bild dabei vorstellen, wird es echt schwer. Aber wenn ich hier jetzt mal so ein Bild in den Raum werfe, auch gerne in den Online, in den Stream, weil ich glaube, das hat jeder, wenn wir mal so dieses Stichwort geben, Flutkatastrophe Ahrtal, Erftregion, hat jetzt jeder von Ihnen ein Bild im Kopf. Katastrophale Schäden, Infrastruktur, Gleise, Straßen, Häuser, tote Menschen, weggespülte Autos, massivste Schäden. Und man hat hochgerechnet, dass die Beseitigung dieser Infrastrukturschäden aus der Flut 36 Milliarden Euro kostet, Wiederherstellungskosten, aber für 10 Jahre. Hier reden wir über 46 Milliarden pro jedes Jahr. Das ist mehr als das Zehnfache. Und wir können es uns echt nicht vorstellen, was Cybercrime anrichtet, was für massive Schäden das sind. Vielleicht nur mal so als kleinen Denkanstoß. Also von deswegen, da ist eine Menge Dynamik drin. Wenn Sie einen Cybersicherheitsschaden haben, dann werden Sie erst merken, wie viel Sie hätten vorher vielleicht investieren können und sollen, um da möglichst dran zu arbeiten, dass er weniger wird. Also da gibt es Beispiele ohne Ende. Unternehmen aus Münsterland, die Industriegase produzieren, die konnten den Schaden abwehren, die Verschlüsselung. Aber sie haben dann, nachdem sie die Daten wiederherstellen konnten, natürlich investiert in IT-Sicherheit, weil ich will ja nicht, dass die morgen wiederkommen. Die Lücken sind ja immer noch da. Die haben dann ihr gesamtes System überarbeitet und haben nachgerüstet. Und allein dieser Invest lag bei knapp 5 Millionen im Jahr. Und es war gar kein Schaden da. Wir konnten ja wiederherstellen, wir hatten keinen Produktionsausfall. Und trotzdem 5 Millionen Invest in die Zukunft, in Schützen, in Härten der IT. Mal eben so. Ne? Aus dem laufenden Budget. Also von deswegen auch da gehen solche Summen, natürlich fließen alles da rein. Aber die Studie sagt auch, die Täter werden erfolgreicher. 2019 waren erst 70% der Angriffe erfolgreich. 2021 waren schon 86% der Sachen erfolgreich. Stellt sich hier jetzt die Frage, machen wir einen schlechten Job als Unternehmen oder werden die Jungs einfach nur besser? Will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich habe auch keine Lösung. Die muss quasi jeder für sich selber beantworten. Haben wir genug getan in den letzten Jahren oder... Ja, so IT-Sicherheit, okay. Ja, wir geben doch jedes Jahr für IT aus und müssen jetzt IT-Sicherheit auch noch ausgeben, ist ja wie doof. Und das Schlimme daran ist ja, wenn Sie für IT-Sicherheit Ihr Geld investiert haben, Sie merken ja nicht, dass es was gebracht hat. Ja klar, wenn Sie gehackt worden sind, haben Sie gesagt, hat nichts gebracht, aber ich habe doch trotzdem Geld investiert. Und wenn Sie nicht angegriffen worden haben, haben Sie gesagt, ich habe doch investiert. Und ja, Sie merken also den Benefit leider nicht. Sie merken den Benefit von IT-Sicherheit erst dann, wenn Sie ein Problem haben. Hätten wir investiert, wäre das Ganze anders ausgegangen. Ist doof irgendwie. Ne? Muss ich Geld ausgeben für irgendwas, was ich nicht fühlen kann. Aber auch das ist leider so. Im Rahmen der Pressekonferenz, ich mag keinen Text in Präsentationen, aber hier müssen wir das einmal durchgehen. Ne? Also von deswegen, hier die Wucht mit der Ransomware-Angriffe unsere Wirtschaft erschüttern, ist besorgniserregend und trifft Unternehmen aller Branchen und Größen gleichzeitig. Den Hackern ist das egal. Ob die heute bei einem kleinen Mittelständler 10.000 Euro abgreifen und morgen bei einem Global Player, bei einem Hidden Champion unserer deutschen Wirtschaft Millionen. Am Ende zählt nur, was unter Strich bei rauskommt. Und es gibt Hacker, die sind spezialisiert auf diese Kleinen, die wollen immer nur 10.000 haben und die anderen sind spezialisiert auf die Großen. Und jetzt glauben Sie nicht, dass die Hacker nicht Bilanzen lesen können. Das können die nämlich sehr gut, weil die haben ja unterschiedliche Geschäftsmodelle. Gerade in Corona-Zeiten haben wir von Unternehmen, sind wir auch gerufen worden und da haben die Unternehmen gesagt, hey, sorry, habt ihr übrigens mitgekriegt, liebe Hacker, dass bei uns gerade Corona ist und wir im Lockdown sind und gar nicht produzieren und Verdienstausfall haben? Dann haben die Hacker gesagt, ja, wenn kein Corona wäre, hätten wir mehr gefordert. Sie haben Profis auf der anderen Seite. Keine dummen Jungs, die da so ein bisschen rumtasten. Das heißt, die können Bilanzen lesen, die können ins Handelsgesetzbuch gucken, wo ihre Unterschriften ja sogar drin sind. Ne, die müssen ja mittlerweile digital eingescannt sein. Das sind ganz einfache Mechanismen, das ist super einfach. Auf ihrer Webseite steht super viel über sie drin. Macht man sich gar nicht so Gedanken, aber ich brauche die Prozesse dahinter. Wie kann ich das umbauen von der Zeit her? Also von deswegen spannend. Homeoffice, Corona, ja klasse. Wir brauchen kein großes Gebäude, wir schicken die einfach nach Hause. Ja, super,
Ne? Jetzt komme ich aus dem Sicherheitsbereich, bevor Sie in meinem Gebäude sind, ist ein Pförtner. Da sind Sicherheitsbereiche, bis Sie bei mir in der vierten Etage sind, müssen Sie ungefähr 5 Sicherheitsbereiche freischalten. So, klasse. Jetzt kommt Homeoffice. Ich klappe meinen Laptop zusammen, fahre nach Hause und arbeite von da. Da ist kein Pförtner, da ist kein Sicherheitsbereich, kein gar nichts. Das ist ein Einfamilienhaus, da ist ein Hund. Unsinnigerweise habe ich auch noch sowas wie Smart-Home-Komponenten, Alexas, Kühlschränke, Fernseher, Streaming-Dienste, Playstation, alles hängt am Netz. Und in diesem gleichen Netz fange ich jetzt an zu arbeiten. Können Sie sich ungefähr aufstellen, wie die Hacker haben Freudentaumel gemacht, haben gesagt, super, die kommen uns auf halbem Weg entgegen, die machen die Türen doch schon auf, wir müssen doch gar nichts mehr machen. Und deswegen stellt man mittlerweile sehr viele Hackerangriffe über Homeoffice-Arbeitsplätze. Von deswegen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nach Hause schicken, müssten Sie denen auch mal erklären, warum das vielleicht nicht so gut ist. Oder so ein paar Regeln mitzugeben, wie man das richtig macht. Aber das sind keine IT-Leute, das sind ja irgendwelche, ne, Sales-Leute, die können das, was sie können, aber sind ja keine IT. Wie gehen wir damit um? Und was ist eigentlich die Lösung in diesem Bereich? Also man deswegen, hier muss man ganz anders denken. So angepasste Reaktionen haben wir ja eben schon so ein paar durchaus mal so angesprochen. Eine angepasste Reaktion, zum Beispiel sowas wie Netzwerktrennung im Homeoffice. Ja, ich mache Homeoffice zu Hause. Aber ich habe auch Alexa, ich habe auch Smart Home und sinnigerweise ist auch meine Geschirrspülmaschine mittlerweile, kann mir auf Knopfdruck sagen, wie viel Tabs ich noch habe, das sehe ich auch so. Also man kann es deaktivieren. Aber spätestens, wenn Sie einen Service brauchen, Kundendiensttechniker, dann sagt die Firma Siemens, das ist der Hersteller des Geräts, wir brauchen Zugang, sonst kommen wir nicht, weil ich will ja wissen, welches Ersatzteil ich mitbringen muss. Also muss ich doch wieder freischalten. Wie regelt man diese Diskrepanz? Wir haben uns damit auseinandergesetzt und für uns ist eigentlich klar, wenn Sie Homeoffice solche Sachen machen, dann braucht man vielleicht 2 WLAN-Netze. Also ich habe ein WLAN-Netz, wo sämtliche Smart-Home-Komponenten miteinander kommunizieren, Fernseher, Playstation, alles, was man so heutzutage so hat. Und dann habe ich ein zweites WLAN-Netz und darüber mache ich Homeoffice, darüber mache ich mein Banking, meine Steuer, meine sensiblen Sachen. Und diese beiden sind nicht miteinander vereinbar. Ich muss wechseln oder auch ganz bewusst in dem einen bleiben und nur da Banking machen. Aber bringen Sie mal es Ihren Kindern bei und Ihrer Frau bei, ne, dass man nur bestimmte Sachen da macht. Oder auch Ihren Mitarbeitern. Richte mal ein zweites WLAN-Netz ein. Letztens bei einem Unternehmertreff sagt er, da muss ich jetzt jedem Mitarbeiter einen Router geben, damit er das einsetzt. Die Lösung müssen Sie entscheiden, wie wichtig Ihnen das Thema ist, wie viel Invest Sie hier betreiben, aber Sie sollten mal drüber nachdenken. Für uns als Polizei ist das relativ einfach, wir können gar nicht ins WLAN. Unsere Geräte sind so geschottet, ich muss immer ein Kabel ziehen, weil die Leitung, das WLAN ist einfach das schwächste Glied in der Kette, deswegen bis zum Router muss ich immer ein Kabel ziehen. Das ist irgendwie doof, liegt immer so ein blödes Kabel in der Gegend rum, aber wir sind halt eine Sicherheitsbehörde. Muss man anders agieren. Was können wir tun, habe ich gelöscht. Was müssen wir tun? Und ich glaube, so langsam müssen wir darüber nachdenken, das muss getan werden. Da geht es nicht darum, ob das nice to have ist, sondern wir müssen bestimmte Reaktionen machen, weil diese Zahlen gehen ja jedes Jahr höher. Wir beobachten ja nicht, dass das abnimmt, sondern der Trend geht weiter hoch. Wir brauchen ein Notfallmanagement. Wir sind hier in einer super Location. Ist ja eine geheime Location, deswegen dürfen wir ja gar nicht sagen, wo sie ist. Aber viele alte Sachen. Und trotzdem sehe ich sowas wie ein grünes Schild, weil Brandschutz. Und egal wo sie sind, diese grünen Schilder sind in allen Gebäuden gleich. Und jeder, der irgendwie merkt, oh, hier brennt was, weiß, da muss ich raus. Das ist in unserer DNA so drin, weil wir das geübt haben, weil wir Brandschutzübungen machen, Evakuierungsübungen machen. Aber IT-Notfälle haben wir sowas nicht. Warum haben wir das nicht für IT-Notfälle? Welche Schritte sind zu unternehmen, wenn bei mir in meinem Unternehmen die IT ausfällt? Wer hat die Entscheidungskompetenz, wen rufe ich überhaupt an? In den gelben Seiten haben Sie keine Zeit mehr, die sind nicht da, das Online ist weg. In der Regel haben Sie einen Dienstleister vorher rausgesucht, Ihres Vertrauens, haben mit denen Vorabsprachen getroffen, wann komme ich? Vielleicht auch ein Incident-Response-Händler, der Ihnen helfen kann. Wie informiere ich meine Mitarbeiter? Wir arbeiten heute nicht, weil wir keine IT haben. Klassisch per Mail, aber irgendwie können die keine Mails mehr lesen, weil die IT weg ist. Sie könnten anrufen. Und Sie werden aber feststellen, die heutigen Telefonanlagen Voice over IP, Sie haben in dem Moment, wenn Sie kein Internet mehr haben, auch kein Telefon mehr. So. Ganz einfache, banale Fragen, die man sich aber in Ruhezeiten viel besser stellen kann, als in dem Moment, wo Sie Stresslevel haben, weil Ihre IT ist gerade weg. Kann man machen, muss man machen.
Jetzt habe ich Ihnen ja eben schon gesagt, wir haben in NRW 717.000 kleinen Mittelständler. Es gibt nicht den einen Notfallplan, der für alle passt. Sie müssen Ihre Hausaufgaben machen anhand von Fragen. Und das BSI hat zusammen auch mit Polizei und anderen Fragen erstellt. 3 Seiten, keine 8.000 Seiten Grundschutz. Aber diese Fragen müssen Sie für Ihr Unternehmen durchgehen. Und anhand der Fragen stellt sich daraus ein Notfallplan zusammen, den Sie aber am besten im günstigsten Fall vorher haben. Und nicht erst dann, wenn Sie alle Fragen der Welt gerade beantworten müssen. Können wir zahlen? Müssen wir zahlen? Wann können wir produzieren? Wie lange Ausfall können wir uns leisten? Auch das sind Fragen, die Sie vorher klären müssen. Ja, also das. Und bei allem, was wir Ihnen erzählen, muss klar sein, 100% Sicherheit in IT gibt es nicht. Sie brauchen auch sowas wie die Top-12-Maßnahmen, wenn es denn passiert ist. Auch ganz wichtig. Weil, wenn Ihnen heute Ihr IT-Dienstleister sagt, ich mache Sie 100% sicher, suchen Sie sich bitte einen anderen. Wer das Geschäft sauber und realistisch betrachtet, weiß, in der IT-Sicherheit gibt es keine 100%. Weil es gibt Lücken, die kennen wir heute noch gar nicht, die sind aber morgen erst schon bekannt und die Hacker waren schon längst da. Backup-Strategie habe ich Ihnen ja schon mal erklärt. Sie brauchen ein Backup. Wenn Sie kein Backup haben und die Daten sind weg, sind Sie weg. Ja, ist nicht schwer. Aber was noch viel wichtiger ist, ist die Datenintegrität. Wie sicher lege ich die Daten in meinem System ab? Ne? Möglichst so, dass ich darauf zugreifen kann, aber der Hacker nicht in Klarschrift die Daten hat. Das heißt, ich muss die teilen und das vielleicht mit einem Passwort versehen. Und wenn wir gerade an dem Thema sind, geopolitisch müssen wir mal so einen kleinen Schwenk machen. Ne? Wir haben ja gerade oder stellen ja gerade fest, dass es irgendwie gerade ganz doof ist, wenn ich nur einen Energiezulieferer habe und der fängt einen Krieg an. Energiekrise. Wir stellen gerade fest, es ist doof, wenn ich einen Lieferanten für alle Produkte dieser Welt habe und die machen gerade mal die Häfen zu wegen Corona, dann kommt nichts mehr aus China. Meine Lieferkette bricht weg. Ich kann nicht mehr produzieren, weil nichts mehr ankommt. Und bei den Daten machen wir gerade den gleichen Fehler, weil wir alles in die amerikanischen Cloud-Dienste packen. 2024 kommt Trump 2 und sagt America first und dreht den Hahn zu den Dateninseln ab und dann komme ich nicht mehr an meine Cloud. Also von deswegen vielleicht mal über Datenintegrität in Europa nachdenken und nicht wieder den gleichen Fehler zu machen, alles in eine Richtung zu schieben. Ist jetzt für die Runde vielleicht, aber muss auch jeder mal selber drüber nachdenken. Ne? Laufen wir in das nächste offene Messer? Haben wir eigentlich schon, aber wir müssen versuchen, auch mal was bei uns in Europa zu halten und nicht noch eine Abhängigkeit zu haben. Und da sind die Daten nun mal das Gold der Zukunft. Ja, ist nicht ganz einfach. Wir brauchen Rechenzentren hier, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen auch politische Entscheidungen hier. Aber das gehört zwingend dazu. Sonst haben wir in 5 Jahren oder in 3 Jahren das nächste Problem. Ich habe alles in die teure Cloud nach Amerika gegeben und Trump dreht den Hahn zu und sagt, meine Datenleitung, mein Land, America first, meine Daten bleiben hier. Dann hilft Ihnen Ihr Backup in der Cloud nichts mehr. Das wäre zum Beispiel ein Baustein für die hier in NRW. Single Point of Contact. Hier bei uns im LKA gibt es eine 24/7-Erreichbarkeit für Cybercrime-Notfälle für Unternehmen. Diese Hotline wird mittlerweile über 2000 Mal im Jahr kontaktiert. Allein hier in Düsseldorf für NRW, ohne dass Sie was davon erfahren. Die anderen Bundesländer haben ähnliche Funktionalitäten. Ich habe Ihnen natürlich jetzt die NRW-Geschichten mitgebracht. Aber auch Bayern, Hamburg, jedes Bundesland hat sowas, je nach Größe. Und Wertigkeit läuft da mal ein Anrufbeantworter, bei uns ist 24/7 besetzt. Das heißt, da kriegen Sie Samstag nachts um 3 auch einen Spezialisten an den Draht. Der ruft Sie zurück, der ist nicht sofort in der Hotline, das ist ein bisschen teuer, wenn wir die ständig am Apparat haben, aber der ruft zurück und das Unternehmen bestätigt uns, das funktioniert. Also deswegen ein Angebot auch der Polizei in diesem Bereich. Und uns ist klar, wir kriegen das nicht alleine hin. Wir können eine gewisse Kernkompetenz in diesem Bereich widerspiegeln, aber wir brauchen im Prinzip ganz viele Player, nämlich auch Sie. Deswegen kommen wir auch zu solchen Events, weil wir genauso Teil der Gesellschaft sind und Sie sind Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft vernetzt sich und digitalisiert sich. Da bringt es nichts, wenn ich in meinem Büro sitze und warte, bis einer kommt. Wir müssen raus, wir müssen darüber reden und wir müssen genauso das Know-how, wir lernen doch auch von Ihnen als Gesellschaft. Da werden wir alle dran besser. Deswegen ist für uns, auch in NRW, eines der großen, wesentlichen Bestandteile von Digitalisierung Kooperation. Weil bringt uns nichts, wenn wir uns gegenseitig die Fachkräfte klauen. Wir müssen sinnvoller zusammenarbeiten. Und da kann auch eine Polizei durchaus hilfreich sein. In einem solchen gesellschaftlichen Kontext. Gut.
Fragen? Ich glaube, vom Zeitplan sind wir genau da, wo wir hin wollten. Von deswegen machen wir die Fragerunde auf und ich nehme den Hauptmann, gebe die Bühne wieder ab. Ist doch doof, hier alleine zu stehen. Herr Fachnost, herzliches Dankeschön. Ich hätte Ihnen jetzt noch eine Stunde zuhören können. Das war sehr, sehr kurzweilig. Und mit Blick auf das Thema und mit Blick in die Runde, die ich ja hier in Düsseldorf vornehmen kann, sehe ich schon Betroffenheit. Also ich bin relativ sicher, nicht jeder hat das tagtäglich so auf der Agenda, wie Sie es berichten, wie Sie es erleben. Ich habe zu Beginn gesagt, Kriminalität verändert sich. Jetzt tatsächlich haben wir noch ein gewisses Maß an Zeit für Fragen. Unsere Zuhörer, Zuschauer an den Bildschirmen können die nicht unmittelbar adressieren, aber ich habe schon die Liste in der Hand. Die würde für eine Stunde bequem reichen. So viel Zeit haben wir nicht. Deswegen würde ich mich so auf eine Handvoll Fragen von der Liste fokussieren und Sie hier in Düsseldorf gerne einladen, auch gerne die Fragen an Herrn Fahrenhorst zu richten. Kurzer Blick in die Runde. Haben Sie eine Frage? Dann bitte mit Mikro, weil wir hören uns hier hervorragend, aber unsere Zuhörer nicht. Ich habe drei vielleicht kurze Fragen. Die Aufklärungsquote, vielleicht soll ich sowas nicht fragen, vielleicht ist es sogar unhöflich. Das andere ist, das ist ja eine internationale Sache. Wie funktioniert das? Funktioniert das gut oder das scheint ja ein bisschen schwierig zu sein, denke ich auf jeden Fall. Und die dritte Frage, sorry, ist, wie wird das gesehen? Die Kriminellen, werden sie als Kriminellen in der Gesellschaft gesehen oder sind sie irgendwie so Gentlemen, sie wissen, was ich meine? Ja, ja, drei super gute Fragen, also von deswegen glaube ich, passt. Natürlich dürfen Sie nach der Aufklärungsquote fragen. Also, zum einen wird sie publiziert, auf der anderen Seite haben wir natürlich genau da das Problem, dass wir nur zu diesem Punkt sagen können, was wird angezeigt. Und das ist natürlich in Relation zu der allgemeinen Kriminalität ein Bruchteil, ein Müh. Wenn wir in NRW reden, so bei 1,3 Millionen Straftaten, Allgemeinkriminalität generell, und unser Minister stellt sich hin und sagt, wir haben die niedrigsten Zahlen seit 25 Jahren, dann ist das schon eine Hausnummer. Wir haben natürlich immer noch 18 Millionen Einwohner, da ist Fahrraddiebstahl und alle anderen Sachen gehören ja in dieses Feld rein. Und dann reden wir über knapp 20.000 Fälle von Cybercrime, die angezeigt wurden. Deswegen kann die Aufklärungsquote sich ja nur auf diese 20.000 beziehen und da liegen wir so bei 32%. Das ist über dem Durchschnitt der anderen. Hier kann man natürlich so einen Exkurs machen über eine Statistik. Ladendiebstahl zum Beispiel haben wir eine Aufklärungsquote von 95%. Warum? Weil nur der Dieb, der erwischt wird, auch angezeigt wird. Der Rest ist Inventurfehlbestand. Ne? Super, können wir uns schön rechnen. Beim Fahrraddiebstahl sieht das genau anders aus. Da haben wir eine Quote von vielleicht 6%, weil kein Mensch will sein Fahrrad wieder haben. Jeder braucht nur eine Nummer für die Versicherung und hat schon längst ein neues gekauft. Deswegen, ist keine Aussagekraft dahinter. Deswegen nehmen wir die auch eigentlich gar nicht. Der andere Part, Cybercrime ist internationale Kriminalität, aber auch da Globalisierung, Digitalisierung ist nie über an der Landesgrenze, hört hier auf. Das heißt, wir müssen uns hier ganz anders positionieren. Da ist auch schon unser föderales System nicht unbedingt zielführend. Aber auf einer Seite, das ist im Grundgesetz verankert, wir wollen es auch gar nicht ändern. Da muss man andere Prozesse finden. Wir können und kennen die Kollegen aus den anderen Bundesländern. Wir haben sehr kurze Wege. Wir kennen auch mittlerweile viele Kollegen im Ausland. Also wir sind auch schon, haben auch Täter im Ausland identifiziert, über Auslieferungsersuchen hier bekommen. Leisten aber genauso für ein Bundsystem auch anderen Ländern Schützenhilfe. Das geht nur so in diesem Bereich. Von deswegen, da ist es auch wieder eine Frage. NRW ist hier, glaube ich, sehr gut aufgestellt, gibt auch sehr viel Know-how in diesem Bereich rein. Das heißt, wir haben eine eigene Cloud-Infrastruktur, wo wir unsere Daten mittlerweile 100 Petabyte oder 100.000 Terabyte Hightech-Anlage, wo andere Staaten mittlerweile kommen und sagen, warum habt ihr in NRW sowas und wir nicht? Weil wir sagen, wir können halt Kriminalität nicht anders bekämpfen, wir müssen da viel Technik investieren. Das waren mal eben 120 Millionen Invest, nur rein in Hardware. Die menschlichen Kosten kommen noch dahinterher, die das auch bedienen können. Also hier geht es auch darum, wie viel investieren wir und andere Inhalte eben nicht. Aber wir wollen auch nicht warten, bis die anderen soweit sind. Da gehen wir unseren eigenen Weg und da muss man auch anders agieren. Das ist der eine Part. Aber natürlich
leisten wir dann auch Logistikunterstützung. Wir nehmen, gucken gerade Hessen, versuchen wir anzudocken, wir andere Bundesländer damit anzubinden und stellen dann unsere Infrastruktur zur Verfügung und sind da auch nicht nur alleine auf dieser Insel. Und der andere Part ist natürlich, ja, wir sind so Hacker angesehen, am Ende sind es Kriminelle. Und ja, wir kennen auch den einen oder anderen Kriminellen von Überwachungsfotos, die dann in Israel, in Haifa auf einer Luxusjacht sind und in abends in Penthäusern sitzen und die Kohle verprassen, die sie eingenommen haben, weil halt nach dem, was sie tun, in Israel keine Straftat ist und deswegen die Israelis sie uns nicht ausliefern. Aber deswegen freut sich Israel, weil da Gelder fließen und das angesehene Geschäftsleute sind. Am Ende für uns sind es Kriminelle. Das ist genauso dieser Blickwinkel, wenn wir gerade in den Ukraine-Krieg gucken. Da gab es ja diesen großen Aufruf des ukrainischen Digitalministers, Hacker der Welt, helft uns und wehrt die Russen ab. Und die Russen sagen natürlich, ja, das sind Kriminelle, das sind Partisanen, die hätte man früher wahrscheinlich standrechtlich erschossen. Nur weil jetzt irgendeiner eine Motivation hat, wechselt man ja nicht eben die Seite. Also jeder sieht das ja anders. Also die, in der kriminellen Szene, glaube ich, haben die schon einen gewissen Level, einen gewissen Wert, aber das kann ja nicht unser Maßstab gesellschaftlich sein, zu sagen, die werden gehypt, weil die haben das gehackt und die anderen haben die für Millionen gemacht. Das wäre genauso, wenn einer hingeht und sagt, ich habe 10 Banken überfallen und 5 Menschen ermordet. Darf nicht unser Maßstab als Gesellschaft sein. Also von deswegen, wir als Gesellschaft sehen das natürlich, glaube ich, ganz anders. Dann, glaube ich, haben wir alle beantwortet, wenn ich die noch richtig gespeichert habe. Ja, passt. Herr Fachnoss, ich habe hier eine sehr konkrete Frage gestellt bekommen, die da lautet, ich bin als Unternehmen betroffen. Meine Daten sind gesperrt, Lösegeldforderung. Bezahlen oder nicht? Also die oberste oder erste Prämisse, so, da sind wir uns mittlerweile alle einig, egal in welchem Bereich wir unterwegs sind, auch andere Länder mittlerweile genauso, sollte sein, nicht zu zahlen. Weil diesen kriminellen Kreislauf zu durchbrechen, das ist ja eine Spirale, die Jungs merken, ich verdiene Geld, funktioniert, ich mache weiter. Und wenn man diesen Kreislauf irgendwie durchbrechen kann, indem man nicht mehr zahlt, ja, dann werden sie sich ein anderes Business suchen, sie werden sich anders ausrichten, sie werden andere kriminelle Energie reinbringen, aber diesen kriminellen Kreislauf zu durchbrechen. Es sollte die oberste Prämisse sein, das kann ich über eine gute Backup-Strategie, über andere Prozesse, brauche ich einfach nicht zahlen. Auf einer Seite muss man auch hier genauer hingucken, es gibt auch sowas wie den 129 Strafgesetzbuch, Unterstützung krimineller Vereinigungen, mittlerweile gehen einige Juristen hin und sagen, ja, wer Lösegeldzahlungen an Hacker zahlt und Hacker sind kriminelle Vereinigungen, der begeht eine Straftat. Unterstütze ich jetzt so nicht, aber das sollen die Juristen klären. Aber sehr wohl wissen wir natürlich, wenn es um die Existenz eines Unternehmens geht, wenn es um Arbeitsplätze geht und die Existenz der Mitarbeiter und keine andere Möglichkeit gibt, die Daten wiederherzustellen und dranzukommen, dann kann es als Ultima Ratio für das Überleben dieses Unternehmens und der daran hängenden Arbeitsplätze moralisch, ethisch vertretbar sein, eine Zahlung zu leisten, um hier wieder in den realen Modus zu kommen. Dann würden wir diese Zahlung auch begleiten, damit sie nicht dabei über den Tisch gezogen werden. Weil auch da muss man ganz klar sagen, wir beobachten Hacker, die kriegen den Schlüssel, sie können das wiederherstellen. Wir beobachten aber auch Hacker, die liefern ihnen nichts, gar keinen Schlüssel. Und wir sehen aber auch genauso Hacker, die haben gar keinen Schlüssel. Die können selbst mit dem, was sie ihnen liefern, die Daten gar nicht wiederherstellen. Das heißt, sie wissen ja gar nicht, was sie kaufen. Sie haben keine Garantie, keine Gewährleistung. Und das ist natürlich das nächste Problem, das sie von der Zahlung abhalten sollte. Okay. Die daraus ableitende zweite Frage. Sie haben ja eben diese Notfallnummer kommuniziert. Was darf ich als Unternehmer erwarten, wenn ich Sie anrufe? Also wo können Sie supporten und wo brauchen wir aus der privaten, freien Wirtschaft Support? Grundsätzlich oberste Prämisse Vertraulichkeit. Das heißt, wenn Sie diese Hotline anrufen oder generell sich an die Polizei wenden, es wäre ein Straftatbestand, wenn wir als Polizei über laufende Ermittlungen in anderen Verfahren berichten. Keiner möchte den John die Jacke ausziehen für solche Sachen. Ja, es gibt immer mal eine Presse, da hat einer was durchgestochen, aber das ist, kann nicht unsere Prämisse sein. Also Vertraulichkeit ist hier der erste Part. Wir sind auch, haben auch keine Reklamefahrzeuge, wo Polizei dran steht. Wir kommen abgestimmt mit ihnen ins Unternehmen. Mittlerweile hat hier auch ein Paradigmenwechsel bei uns im System stattgefunden, dass wir schon oder mittlerweile auch unsere Chefs erkennen, wir als Polizei haben ein gewisses Know-how in diesem Thema und wir bringen unser Know-how ein in die Abwehr, in die Begrenzung des Schadens. Das heißt,
Mittlerweile nehmen wir gerade in diesem Deliktsbereich mehr die Rolle einer Feuerwehr ein. Das heißt, wir kennen aus anderen Verfahren Prozesse, können das einbringen in die Abwehr dieses Schadens und helfen Ihnen und vielleicht Ihrem Dienstleister dabei, die Schaden zu begrenzen. Sei es, dass wir den Schlüssel irgendwoher kennen. Oberste Prämisse in unserem Deliktsbereich ist, wenn ich die Polizei hinzuziehe, darf der Schaden am Ende nie größer sein, als wenn ich sie nicht gerufen hätte. Und so agieren wir, so handeln wir. Natürlich ganz klar abgegrenzt, wir machen Schadensbegrenzung, wir sind nicht diejenigen, die am Ende ihre IT wieder ins Leben rufen. Dafür gibt es Dienstleister, das ist kein staatlicher Auftrag. Aber wir verstehen uns und unsere Rolle in diesem Deliktsbereich mittlerweile mehr als Feuerwehr. Wir löschen gemeinsam mit Ihnen und den Dienstleister den Brand. Und wenn wir hinter den Täter nicht kriegen, ja, dann ist es so. Wir wissen, dass wir in dieser Welt nicht jeden Täter kriegen. Und das ist auch so mit unserer Justiz abgestimmt. Die sehen das mittlerweile genauso, weil hier geht es um Schadensbegrenzung, nicht um Täterverfolgen auf 100%. Das führt zur automatisch nächsten Frage. Beraten Sie auch in der Prävention oder sagen Sie, da sollen sich Freie drum kümmern? Ich glaube, diese Veranstaltung beantwortet schon die Frage, weil genau das, was wir tun, ist Prävention. Wir gehen damit offen um, wir erklären den Leuten aus unserer Sicht diesen Bereich und versuchen, eine Awareness zu schaffen. Prävention ist so ein etwas älteres Wort. Wir definieren das mittlerweile mehr als Awareness, weil wir natürlich vielleicht den Einblick mehr haben als Sie. Sie sind in meiner Business unterwegs, da will ich mich gar nicht reinhängen. Und das ist genau dieser Invest, den wir auch bringen. Wir haben natürlich, wenn Sie sich an die Zahlen erinnern, 717.000 kleinen Mittelständler. Ich schaffe es nicht, in meiner Lebensarbeitszeit jeden Einzelnen aufzusuchen, sondern so nutzen wir solche Events wie hier, wo wir Multiplikatoren nutzen können, wo wir mehrere in einer Veranstaltung erreichen, aber können auch nicht jeden einzelnen Mitarbeiter dann erreichen. Das sind ja noch viel mehr. Deswegen auch hier der Transfer. Aber natürlich, die Awareness ist die einzige Chance, mich zu schützen vor diesem Bereich. Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ist der Invest noch viel größer. Aber das geht nicht so weit, dass Sie jetzt eine Firma konkret beraten würden, ob Ihre IT-Sicherheitsstruktur, ob der Notfallpläne, das haben Sie ja beeindruckend alles vorgestellt. Ja, das ist natürlich sehr komplex, weil bis wir Ihre Freedom-Struktur und Ihre Abläufe und Ihre Technik dahinter verstanden haben, das ist natürlich ein Rieseninvest, sich da einzuarbeiten. Also das können wir gar nicht leisten, das ist der eine Baustein. Der andere Baustein, dass wir natürlich keine technische Prävention sagen und wenn du die Version 7, 8, 3, 5 hast, dann musst du den Haken da setzen und wenn die nächste Version kommt, musst du den Haken woanders setzen. Das ist natürlich Schräubchenkunde, das können wir auch gar nicht leisten und wollen wir auch gar nicht leisten. Also deswegen geht es vielmehr um Verhaltensprävention, in den Köpfen so ein paar Prozesse anzuregen und wie man die macht. Je nach Größe des Unternehmens, wir reden ja auch über kritische Infrastrukturen, die ja auch nach dem IT-Sicherheitsgesetz als kritisch eingestuft sind. Die müssen per Gesetz Notfallpläne vorrätig haben, die müssen auch Notfallübungen machen. Da ist es so, dass wir dann auch schon mal Experten mit hinschicken bei solchen Notfallübungen, die mal drüber gucken, passt der Prozess, den die sich überlegt haben, könnte man da noch Schräubchenkunde machen. Aber das können wir auch nicht bei allen Unternehmen umsetzen, sondern nur bei größeren Unternehmen, die dann schon selber irgendwo viel gemacht haben. Ich blicke noch einmal kurz hier in die Runde. Gibt es Fragen? Sonst habe ich noch welche auf der Liste. Und zwar haben Sie eine fast provoziert mit dem Hinweis auf das Thema Smart Home, speziell intelligente Geräte. Und ich hatte Sie so verstanden, zwei WLANs sind keine so schlechte Idee. Ich habe bei Ihnen direkt auch rausgehört, auch bei Ihnen privat werden solche Geräte genutzt, was mich zu der Vermutung hinreißen lässt, Sie lehnen das nicht generell ab, sondern Sie sagen nur, besserer Schutz tut Not. Ist das richtig? Genau, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hätte es gar nicht besser beschreiben können, aber natürlich, ja, es wäre ja, glaube ich, das falsche Signal, wenn wir sagen, lass uns mit dem Technikkram in Ruhe. Das ist auch für das Business nicht relevant, weil Digitalisierung ja auch neue Geschäftsmodelle mit sich bringt, neue Möglichkeiten, die wir auch brauchen. Stellen Sie sich vor, wir deutschen Autobauer bauen keine autonomen, selbstfahrenden Autos, dann sind wir keine Autobauer Landnummer 1 mehr, dann sind wir weg vom Markt. Das heißt, wir müssen genau diesen Transfer mitnehmen. Ja, ich kenne alle negativen Seiten, aber ich weiß auch, dass meine Enkelkinder, die nächste Generation, dieser Frage völlig unkritisch gegenübersteht und irgendeine Welt ohne Technik gar nicht mehr kennt und natürlich genauso konsumiert. Deswegen geht es nicht darum zu sagen, lass die Finger von der Technik, sondern baue sie in vernünftigen Prozessen ein und dann nutzt das auch. Also
Ein anderes Beispiel, eine Mitarbeiterin aus meinem Team leidet an Multipler Sklerose und sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Und da war genau dieser Transfer zu überlegen, wie können wir dieser Mitarbeiterin das Leben erleichtern, indem wir Smart-Home-Komponenten für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzen. Der digitale Assistent, der die Temperatur regelt, weil sie an den Heizkörper gar nicht rankommen, weil der verbaut ist. Und das heißt, diese ganzen Techniken haben ja auch einen Nutzen, einen Mehrwert, den wir ja verschenken, wenn wir uns dem verschließen. Wichtig ist dann einfach, die Architekturfrage zu stellen und wie kann ich das nutzen? Ja, mein Haus ist mittlerweile komplett vernetzt, aber in dem einen WLAN-Netz, wenn da ein Hacker reinkommt, dann kann er mir das Licht blau schalten oder dunkel machen, aber das tut mir nicht weh. Wenn er aber in dem anderen WLAN-Netz auf mein Online-Banking draufkommt, dann kann er vielleicht irgendwo da mein Konto plündern und mir fehlt am Ende des Tages Geld. Da achte ich, habe ich etwas andere Regeln, aber in der Regel will ich ja mich in dieser Umgebung auch bewegen und nicht mich dem verschließen und sagen, ich fahre auch kein Auto mehr, weil die haben Assistenzsysteme, das ist auch schnickschnack, das will ich alles gar nicht. Ich fahre lieber so ein Oldtimer. Ich will ja den Komfort und diesen Mehrwert auch nutzen. Und wir stellen, ich will jetzt nicht prognostizieren, wie es mit Donner und Reuschel weitergeht, aber es gibt ja so Prognosen, die sagen, 2026 schließt die letzte Bankfiliale in Deutschland, weil wir alles online machen können. Also müssen Sie sich dem Problem genauso stellen. Also da bin ich total zuversichtlich, dass es auch nach 2026 Donner und Reuschel noch geben wird. Und das ist fast, wir haben es gar nicht abgesprochen, für mich eine willkommene Abmoderation, denn wir sind leider am Ende unserer Zeit. Zumindest für den heutigen Abend. Wir könnten, glaube ich, über das Thema noch trefflich lange diskutieren. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Zeit gefunden haben, dass Sie uns dieses vielleicht auch nicht ganz leichte Thema so einfach komplex dargestellt haben, dass wir am Ende, und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, tatsächlich auch für uns erlebbar in die Umsetzung bekommen. Dankeschön. Und das Stichwort, meine sehr geehrten Damen und Herren, war das, gibt es denn Donner und Reuschel und die Bank über 2026 hinaus? Meine Antwort, ja, selbstverständlich. Warum? Natürlich wird vieles digitalisiert. Und vielleicht werden wir in 4 Jahren eine Situation haben, dass wir ganz viele Themen einfach nur noch digital abbilden. Eins aber können wir nicht digital abbilden. Und das sind wir. Menschen, ganz viele Fragen, die wir haben, Ideen, die wir haben, Fragestellungen rund um solche Themen wollen wir und werden wir mit Ihnen beantworten. Ich habe mit Blick auf meinen Zettel mir so 2, 3 Notizen gemacht, ohne Ihren Vortrag wiederholen zu wollen. Denn ich habe eingangs gesagt, unser Ziel ist es, dass wir ein Stück weit Ihnen die Geschäfte lukrativer, interessanter gestalten oder sicherer machen. Was macht denn sicherer? Prävention. Prävention habe ich mir notiert und das gilt in allen geschäftlichen Themen, ist die Fragestellung, sind wir als Menschen maximal aufmerksam? Und da wäre mein persönlicher Hinweis, Training hilft. Also sich des Themas, des Problems vergewissern und immer wieder trainieren, bin ich aufmerksam genug. Und das Zweite habe ich mir notiert, gutes Notfallmanagement. Auch da sowieso gilt für Banken permanentes Training. Und das kann ich Ihnen gerne mitgeben, das ist dann geboten. Und wenn der Fall eintritt, dass es zu einem Schaden kommt, sich an die Fachleute zu wenden. Direkt und mittelbar, nicht zu zögern. Und ich habe mir einen Spruch notiert, wer kein Backup hat, bekommt kein Mitleid. Insoweit haben Sie auch handfeste Orientierung, ob dieser Themen stehen. Ein letzter Hinweis haben wir noch gestattet mit Blick auf die Fragestellung, warum macht so ein Bankhaus wie Donner und Reuschel so eine Veranstaltung? Ich habe eingangs gesagt, zum einen, weil wir ihnen Orientierung geben wollen, weil wir auch Themen begleiten wollen, die nicht unmittelbares Bankgeschäft zur Folge haben. Aber wir wären nicht Bank, wenn ich am Schluss nicht Ihnen persönlich hier, aber auch an dem Bildschirm gerne den Hinweis geben müssen, fragen Sie uns doch mal zu den Lösungen zu diesem Thema. Denn über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich gucke mal in die Runde, wer von Ihnen hat eine Feuerversicherung für sein Haus?
Garantiert jeder. Wer von Ihnen hat eine Cyberversicherung? Sehen Sie? Und deswegen lade ich Sie ein und damit möchte ich die Veranstaltung für heute auch schließen. Mit dem Hinweis, sprechen Sie uns, unsere Berater, Beraterinnen aus dem Bankhaus an. Denn wir haben eine ganz tolle Tochter, die mit ganz vielen Versicherern zusammenarbeitet und die ist in die Lage, Ihnen Lösungen aufzuzeigen, wenn alles schief geht, was wir jetzt diskutiert haben, vielleicht noch mal einen Partner an der Seite zu haben, der dann hilft. Damit würde ich gerne die Veranstaltung für heute schließen. Danke, dass Sie unsere Gäste waren an dem Bildschirm hier und heute hier. Und herzliches Dankeschön fürs Zuhören, fürs Kommen. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön.